Boah. Schieb's einfach weg. Oh Gott. Ja, guck mal, so funktioniert das doch, ne? Ja, war eine tolle Sache. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Wie du sehen kannst, ich bin nicht alleine. Ich habe den Stefan bei mir, einen Zuschauer meines Kanals, und er hat ein Angebot gemacht, was ich nicht ablehnen konnte. Stefan, magst du dich kurz vorstellen und sagen, worum es heute geht? Ja, hallo. Hallo Axel, ich bin der Stefan und bin dem Wunsch oder meines Angebotes an dich nachgekommen, dass du meine neue Errungenschaft aus dem Hause Sinn, die Damascene 1800S Doppel G oder auch GG genannt, mit goldenen und goldenen Inlizes und goldenen Zeiger in 18 Karat Ausführung. Die Kamera halten? Die darfst du selbstverständlich in die Kamera halten. So, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Vielleicht sehen wir es. Dass man was sieht. Na, warum wird das jetzt nicht scharf? Da haben wir sie. Ist das nicht ein Schmuckstück? Ja, es ist ein Traum. Aber wir kommen da ja gleich noch im Detail. Deswegen können wir hier noch mal ein bisschen rausgehen. Ja. Bei mir auf dem Kanal bist du als Stefan B. aus O. unterwegs. Stefan B. aus O., jawohl. Falls irgendjemand sagen möchte, er hätte sie auch gerne, ob du sie nicht verschenken möchtest. Nein, ja. Ach, ich, nein, nein. Ich bin froh, dass ich sie habe. Muss auch dazu sagen, es ist nicht, die Uhren sind auf 100 Stück limitiert. Und natürlich habe ich eine Wunschnummer mir ausgesucht. Das kann man drüber reden. Das ist die 63 von 100. Ich bin keine 63 Jahre alt, aber ich bin 1963 geboren. Und dann ist das so mein Ding. Ja, das sind wir ja so weit gar nicht auseinander. Nein, es ist alles gut. Ja. Wir sind beide jünger aus, wie wir uns fühlen. Ja, mein Vater sagt immer, man ist so alt, wie man sich anfühlt. Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Das ist sehr gut, das ist gut gesprochen. So ist das richtig. Wie bist du eigentlich zu Uhren gekommen, bevor wir ins Detail gehen? Ich meine, das ist ja nun... Also, nicht so naheliegend, sich mit so unnützer Technik zu beschäftigen. Nein, das ging schon in frühester Kindheit los. Ich kam als Katholik zur Erstkommunion und seinerzeit, das war so, da war man 8 Jahre alt, da gab es schon im Fernsehen eine Werbung, Timex, stoßfest, wasserdicht. Mit der Faust durchs Glas. Mit der Faust durchs Glas. Das war so die Geschichte. Und von einer Tante und einem Onkel habe ich zur Erstkommunion eine Timex bekommen. Und damit ging das ganze Elend los. Nein, das ist ja ein schönes Hobby und hat sich so nach und nach aufgebaut. Und als Hesse und Nähe Frankfurt wohnender, im Taunus wohnender, ist es natürlich sehr naheliegend, wenn wir in Frankfurt eine Uhrenmanufaktur haben, die sich Sinn nennt, war es schon immer mein Traum, eine Sinn zu haben. Und vor vielen, vielen Jahren war das auch finanziell dann möglich. Die erste 5 war eine 556. Das ist mein allererster Sinn. Schlicht, einfach und ist eigentlich immer noch eine meiner Lieblingsuhren, weil sie sehr schlicht, einfach ist. Und, wenn man ganz ehrlich ist, viel mehr Uhr braucht man auch nicht. Nein, eigentlich braucht man. Man braucht gar nichts an Uhren, aber man muss sie haben. Das ist, du kennst es von dir aus, du sammelst ja auch Uhren. Ich glaube, ich brauche eine Therapie, ich bin süchtig. Naja, ich sag mal, Uhren sind Herdentiere. Das ist also keine artgerechte Haltung, wenn man nur eine hat. Nein, nein, nein. Die vereinsamen. Genau. Die vereinsamen. Genau. Eine Uhr vereinsamt, wenn sie alleine ist. Und das geht gar nicht. Das Schlimme ist, wenn mir manchmal was gefällt, es muss auch nicht immer teuer sein, mir muss es gefallen und manchmal kann ich nicht Nein sagen. Ach, das ist schlimm und es gibt viele Sammler, die dann auch mal, um was anderes zu kaufen, dann was verkaufen, du kennst das. Ja. Ich kann nichts verkaufen. Bei mir ist es so, du siehst es hier, ich habe heute mal alle meine Uhren hier, normalerweise habe ich nicht alle hier.
ich habe bald keinen Platz mehr, neue Boxen zu stellen. Insofern ist das dann zum einen natürlich die Finanzierung, aber zum anderen auch, wohin damit? Ich muss sie die auch Boxen, nicht, die Boxen. Die, ja. die Boxen der Uhren und auch die Uhren in die Box zum Zugriff. Ich will also jetzt nicht permanent neue Speicherplätze kaufen. ja, es ist so. Es ist so. Aber na gut, es ist unser Hobby. Es ist ein schönes Hobby. Und mal gucken, wie weit es geht, wie lang es geht. Und so schnell werde ich nicht aufhören, Uhren zu sammeln. Dieses Jahr werde ich mal etwas langsamer machen. Da gibt es einen Hintergrund, du kennst ihn. Ja. Es wird auch nicht mehr so viel Neues jetzt geben. Und das nächste ist, wir haben kurz drüber gesprochen, Handgelenksumfang von 21,5. Ich gucke nach größeren Uhren. Halt doch mal beide unsere Arme in die Kamera und ich zoome noch mal ran, weil das ist echt klasse. Ja, wenn man das so sieht, ja, also, ja, man sieht, da ist ein Unterschied, aber dass da 4,5 cm zwischenliegen, das sieht man. Es ist ja auch dann die Höhe, wenn man es zur Seite dreht. Ja gut, da ist natürlich ein bisschen was ich nicht habe. Ja. Ne? Ja. Auflage sind irgendwo bei 70, 75 mm. Das passt. Super. Ja. Um mal so langsam den Bogen zu diesen wunderschönen Schmuckstücken zu bekommen, die du mitgebracht hast. Was hat dich an den Damaszener Uhren so fasziniert, dass du da nicht nur einmal zugeschlagen hast? Ja, das ist die erste Damaszener, die vor einigen Jahren rauskam. Hat mir von der Optik gefallen. Allein der Damaszener Stahl, ich komme aus dem Metallgewerbe, da ist auch das Schmieden mit ein Teil der Ausbildung. Und ein geschmiedeter Damaszener Stahl ist nach wie vor was ganz Besonderes. Bei Messern bekannt. Ja. Wem sage ich das? Und bei Uhren, das ist schon eine tolle Sache. Ja. War auch, da ich auch guten Kontakt zu Lothar Schmidt habe von der Firma SIN. Mhm. Und es ist nicht einfach gewesen, dieses Material so zu bekommen, wie er es auch wollte. Weißt du zufällig, wer die Uhren herstellt, wer die geschmiedet hat? Macht das die SOG? Nein. Oder? Nein. SOG macht es nicht. Es ist eine Firma, die diesen Stahl produziert oder schmiedet für die Firma SIN. Die SOG ist ja rein Gehäuseherstellung. Mhm. Und ist ja auch bei den ganzen, wir sehen es ja jetzt, es sind ja, ich habe alle drei Damaszener Uhren. Das Ziffernblatt ist ja mit im Gehäuse integriert. Richtig, das kommt wahrscheinlich als Block und wird dann gefräst. Richtig, ne? genau. Und vor vielen Jahren, als ich die erste Damaszener in Schwarz bestellt habe, waren wir um die Weihnachtszeit im Osterzgebirge, unter anderem selbstverständlich auch in Glashütte und haben einfach mal unbedarft bei SOG vorbeigeschaut und hatten Glück. Man hat uns reingebeten, obwohl die SOG zu diesem Zeitpunkt schon in der Revision war und hat Weihnachtsvorbereitungen gemacht, sauber gemacht, ja, etc. und so weiter. Wir durften aber trotzdem einen Blick reinwerfen, weil wir aus Frankfurt kamen und ein SIN-Kunde. Und es war sehr schön. Und als ich dann angesprochen habe, dass ich im Moment auf die schwarze Damaszener warte, sind wir in den ersten Stock oder ins erste OG gegangen, wo mehrere Uhrmacher oder Feinmechaniker saßen, Feinmechanikerinnen, und mir wurde der Feinmechaniker oder Uhrmacher vorgestellt, der definitiv mein Gehäuse verarbeitet hat oder bearbeitet hat. Das ist doch genial, oder? Also das war schon toll. Das ist doch super. Das war toll. Ich finde das absolut klasse. Ja, das war auch Glück. Es war irgendwo Glück, dass das alles so geklappt hat. Und es ist ein einmaliges Erlebnis. Ich kann das insofern nachvollziehen, als ich ein, zwei Uhrenmarken habe, wenn die eine neue Marke oder neue Uhr rausbringen, dann kriege ich schon mal einen Vorentwurf und sage, in welche Richtung könnte es gehen. Und wenn die Uhr dann kommt, du hast da ein komplett anderes Verhältnis zu, als wenn es eine ist, die einfach nur da ist. Richtig, ja, richtig. Und richtig, wenn du die gesehen richtig, hast, wie sie entsteht richtig, und weißt, wer die Hand angelegt hat, das ist... Ja. Ja, es war wirklich was Besonderes, da war ich auch irgendwo ein bisschen stolz drauf. Ja. Weil hat nicht jeder. Nee, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der das von allen damaligen Besitzern oder Käufern
der das so erleben konnte. Oder konnte sie quasi streicheln, bevor sie ausgeliefert wurde. Ja, nachdem wir uns gerade so ein bisschen unterhalten haben, wollen wir uns natürlich auch die Uhren ein kleines bisschen im Detail angucken. Und es ist ja nicht nur eine Damast, die du hast. Du hast ja direkt die ganze Serie der die Trilogie Damast-Uhren. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war das die erste. Jawohl, die schwarze. Dann kam die silberne. Die silberne, die komplett unbeschichtete. Und die letzte war dann die wieder schwarz beschichtete mit den 18 Karat Zeigern und 18 Karat Indizes. Ja. Die Uhren haben alle 43 mm, wenn ich richtig im Kopf richtig. Habe. Sind relativ flach mit gut 10 mm, 10,4, ja. Irgendwie um diesen Dreh rum. 22 mm Bandanstoß und bis 10 bar wasserdicht, wobei ich ehrlich sagen muss, ich wüsste nicht, ob ich mit den Uhren schwimmen gehen oder duschen gehen oder sonst was würde. Ich glaube auch eher nicht. Also das ist keine Badeuhr. Es ist keine Badeuhr. Nee. Wir gucken uns gleich die Uhren nochmal genauer im Detail an. Aber was man schon sehen kann, und da gehe ich nochmal ein kleines bisschen näher ran, diese Uhren, ähnlich wie die Finanzplatzuhren, kommen ja nicht in einer Standardbox, sondern das sind ja besondere Boxen von Sinn. Viel größer, oben mit einem eingelegten Booklet, mit Tuch, mit zwei Armbändern kommt die Uhr standardmäßig, ne? Die GG kommt tatsächlich mit einem braunen Armband, das auch jetzt montiert ist, und einem schwarzen Armband. Dann haben wir noch Ersatzstege, eine Lupe. Man kann es auch, glaube ich, hochheben, ne? Da ist doch noch was drunter, oder? Da ist Tuch. Hier kriege ich den raus und heb's mal an. Ja, heb ich an. Das Nichts. Ah, okay. Ein großes Nichts. Ja, bei den Fiplas ist da, glaube ich, noch die Garantieunterlagen oder irgendwas anderes drunter. Und hier oben haben wir dann das Buch zur Uhr. Jawohl. Fantastisch. Die Uhren bewegen sich. Die kam 2015, die schwarze hier. Jawohl. Und diese hier. Dann kam die unbeschichtete. Na, guck mal. Ich muss hier ein bisschen gucken, weil ich in einem anderen Winkel zur Kamera sitze. Ja, stimmt. Die kam 2018 und das war die bislang letzte. Ja, die letzte. Ab 2021. Dann glaubst du, dass 24 noch eine kommt? Und könnt ihr theoretisch die noch mit Goldabdicken bringen? Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Ich habe die letzte Zeit auch Corona-bedingt nach wie vor nicht persönlich mit Lothar Schmidt reden können. Ich weiß manchmal ein paar Sachen vorher und kann dementsprechend reagieren und schon anfangen zu sparen, wenn was kommt. Ja, auch wenn die im Dreijahresrhythmus bleiben, wäre das ja eh erst 2024. Ja. Das ist natürlich eine ordentliche Zeit. Das ist richtig. Du hast mir eben was gezeigt bei der Uhr. Ich versuche das mal ranzufahren. Zeig's doch bitte mal mit dem besonderen Muster auf dem Blatt. Ich weiß nicht, ob man... Doch, da sieht man es. Die Damaszierung oder die einzelnen Schichten, die geschmiedeten, sieht. Es ist hier definitiv ein S zu erkennen. Ja, wenn du es ein bisschen so kippst. Ja, da sieht man es doch ganz gut. Das ist echt der Knaller. Die gefalteten Stahlschichten geben wirklich auf dem Ziffernblatt ein großes, geschwungenes S. Das ist absolut der Knaller. Was wir auch eben festgestellt haben, dass nicht nur das Gehäuse und das Blatt aus Damaszener Stahl ist, sondern auch die Krone und die Schließe. Bevor wir da im Detail drauf eingehen. Ich mache sie mal auf. Ja, das Gehäuse ist ja aus einem Stück. Ne? Das ist Ziffernblatt. Inklusive Blatt. Das ist ein einteiliges Gehäuse, das heißt aus einem kompletten Block gefräst.
Und dann auch der Gehäusedeckel. Ah, schwarz ist immer ganz übel. Ja. Schwarz ist immer ganz übel. Da sieht man es, ja, da sieht man es. Kurz. Ich mache noch mal was, während wir hier reden, weil das ist ja hier alles live und ungeschnitten. Ich setze einfach noch mal mein zweites Videolicht um. Vielleicht wird es dann etwas besser, wenn wir... Guck mal, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? Das sieht man, den Gehäusedeckel. Und die Schließe. Ja, das ist schwierig. Doch, da sieht man es. Ja, die ist also das auch aus einem Damaszener Stahl. Und was wir eben gesehen haben, und dafür muss man noch mal ein Stück näher an die Kamera rangehen. Da muss man ein Stück näher rangehen hier oben. Ob es zieht. Da. Ja. Ja, also das ist eine Damaszener Schließe. Und der Dorn der Schließe, der ist tatsächlich nicht gefaltet am Ansatz, wie man das oft hat, sondern der ist aus dem Vollen. Das ist ein komplettes Stück ohne den üblichen Ansatz oben oder unten am Dorn. Der ist also nicht gebogen, sondern aus dem Vollen und dann aufgebohrt oder aufgefräst, wo der Federsteg durchgeht. Extrem beeindruckend und aufwendig gemacht. Und auch die Krone ist ebenfalls aus Damaszener Stahl. Auch hier gehe ich nochmal etwas näher ran und versuche euch das. Vielleicht machen wir das gleich mit der Stahlversion nochmal, weil schwarz ist immer ein klein wenig undankbar, das wenn man es versucht zu filmen. Richtig. Ja, ich glaube, ja, man sieht es dadurch, dass die Oberseite poliert ist. Wir gucken mal. Warst du eigentlich zwischenzeitlich in der Hausmesse bei Sinn? Ich habe es nicht geschafft, aus beruflichen Gründen, okay. Keine Chance. Ja, wir waren vom Sinn Uhren und Technikforum da. Und was halt sehr interessant ist, in dieser Ausstellung siehst du die verschiedenen Arbeitsschritte, wie die Gehäuse entstehen. Ja. Die sind da ausgestellt und das ist schon phänomenal. Extrem aufwendig gemacht. Jawohl. Ich würde die Box gerne mal wegtun und die Uhren nebeneinander legen, weil das schwarze Samt schluckt doch so manches an Licht. Wenn wir die jetzt hier so liegen haben. Ah, das ist schon echt phänomenal, ne? Das ist echt, echt super. Und was hat dich veranlasst, alle drei zu nehmen? Weil gerade die beiden sind ja bis auf die Goldappliken relativ ähnlich. Ja, wenn man eine hat, muss man drei haben. Die Sucht, das ist halt die Sucht. Ja, das ist die Sucht und ich hatte das Glück, wirklich die Wunschnummern zu bekommen. Und ja, da ist die Triologie oder die zurzeit vorhandene Triologie ist jetzt komplett. Ja. Es sind schon verschiedene Uhren. Bitte? Darf ich mal eine anhaben? Ja, selbstverständlich. Das ist natürlich überhaupt kein Vergleich zu der Rescue Timer, die ich aktuell anhabe. Und mit 43 mm mir zum Glück wahrscheinlich zu groß. Das Band sowieso. Ja, das kann ich nur vorsichtig umlegen, da hinten kommt nichts mehr, was das Loch betrifft. Ja. Ja, das ist schon echt genial. Ne? Allein schon die verschiedenen Lichtreflektionen und so, das ist absolut super. Das ist auch ganz klar viel mehr ein Schmuckstück als ein Messinstrument, denn die Ablesbarkeit leidet durch die Reflexionen natürlich etwas. Etwas, ja. Auch, obwohl, ich versuche es mal zu zeigen, die Zeiger und Indizes sind,
glaube ich, schwarz eingefasst. Richtig. Einfach um einen bisschen größeren Kontrast zu erzeugen. Und so wie wir es jetzt hier sehen, ist die gut ablesbar, wenn man es mal ein bisschen an. So ist fantastisch ablesbar. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo man dann ein kleines bisschen genauer hinschauen muss. Aber ein absolutes Schmuckstück. Wirklich klasse. Selbstverständlich sind natürlich die Indizes und die Zeiger mit Luvinoa ausgelegt. Ja, auch, also, bei der mit den Gelbgoldabliegen. Also ja. Das hat mich wirklich gewundert, dass man da auf das Gelbgold nochmal Leuchtmasse draufpasst. Das heißt, vollkommen alltagstauglich eigentlich. Wirklich, wirklich. Und ich weiß von Lothar Schmidt, es war nicht einfach, die Injezees so zu bekommen, wie er sie wollte. Es wurden viele Varianten verschlagen oder nicht zum Einsatz gebracht. Das ist halt so. Er hat auch so seine Vorstellungen und schlussendlich, so sieht es aus. Ja, als Ingenieur beurteilt er ja auch nicht nur nach der Optik, nein, sondern legt andere Kriterien an. Ja. Und, aber auch die Optik muss stimmen. Wenn sowas nicht ist, wenn was nicht ist, wie er es haben möchte, wird es nicht umgesetzt oder verarbeitet. Mhm. Er ist da ziemlich kompromisslos. Also gerade den Uhren, finde ich, sieht man das auch an. Also die sind wirklich sehr außergewöhnlich, limitiert auf 100 Stück, hast du gesagt? Jawohl. Gibt nur 100 Stück jeden Modells und guck mal. Da wirst du jetzt was sehen, die ist noch abgeklebt. Ja. Die ist noch verklebt. Ich hatte gehofft, dass ich das da zeigen kann. Aber wir können es gerne abmachen. Ja, nicht für das Video. Was halt schön ist, es ist nicht eine von 100, sondern sie sind individuell durchnummeriert. Richtig. Und du hast dreimal die gleiche Nummer, was natürlich nochmal was ganz Besonderes ist, wenn man dann so eine Sammlung hat und die dann auch noch komplett von vorne bis hinten stimmig ist. Das ist schon echt geil. Also die Nummer ist die 63. Das gefällt mir schon. Haben wir schon mal richtig vorhin angerissen im Video. Verbaut ist bei den beiden ersten, das heißt bei dieser hier und bei dieser hier, das ETA 2892. Und hier ist das SW300. SW300 Zeliter, jawohl. Ja. Wie siehst du das mit Manufakturwerken? Vermisst du die hier? Oder, Manufakturwerke. Ich habe auch noch andere Uhren mit Manufakturwerken. Vermisse ich es eigentlich nicht, weil die verbauten Werke sind zuverlässig, sind Langläufer. Jeder Uhrmacher kann daran arbeiten, wobei es etwas schwieriger ist mit den Damaszene-Uhren wegen des Öffnens des Gehäuses und wieder ordentlich dicht bekommens. Das ist nicht ganz so einfach, aber habe ich keine Probleme mit. Ja, viele sagen dann, der Preis ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Der Preis liegt hier absolut natürlich nicht am Uhrwerk, sondern es ist die Verarbeitung oder die Bearbeitung des Damaszener-Stahls, die nicht einfach ist. Zumal ja auch jede Uhr wirklich ein Einzelstück ist, denn der gefaltete Stahl ist ja bei keiner Uhr gleich. Das heißt, wenn man sich wirklich das Muster einprägt, erkennt man seine Uhr aus den 100 auch wieder. Das ist richtig. Das ist richtig. Auch wenn es eine Serie von 100 ist, sind es nicht 100 Serienuhren, sondern 100 Einzeluhren. Nein, das ist richtig. Ist ja auch unter anderem bei der SIN U1 Dekorschliff, also die DS-Variante, die auch limitiert ist, ist trotzdem jede Uhr ein Einzelstück vom Ziffernblatt her. Das ist so bei solchen Geschichten. Mhm. Und man kann sich auch nicht aussuchen, wie der Damaszener Stahl aussieht, wie die Fallung aussieht. Ich bin der Meinung, ich habe mit allen drei Varianten oder die Art, wie er aussieht, wie er rüberkommt, wirklich Glück gehabt. Ja. Sind sehr schöne. Also ich versuche es nochmal in die Kamera zu halten, weil das hier erinnert mich so ein bisschen an Springbrunnen. Ja. Ich gehe da mal rein und guck mal, das ist doch von der 6 Uhr auf der 12 Uhr werden die Linien immer größer und weiter.
und das Ganze hat ein bisschen was von einem Springbrunnen oder einer aufgehende Blume ist so, ein bisschen zu viel, würde ich sagen, aber also wirklich klasse. Ne? Und dann hatten wir hier die, mit dem S, wo du auf das S hingewiesen hast. Gehen wir nochmal rein und gucken uns das an. Da, ja. Guck mal, jetzt haben wir es doch. Absolut mega klasse. Und bei der Stahlvariante, ich habe da an eine Landkarte gedacht. Ja, man hat mehrere diese Rosen. Das sieht so ein bisschen aus wie so kleine Inseln. Jawohl. Und so, dass man auch wirklich die Damaszener Schichten gut erkennen kann. Ja. Oder die verschiedenen Stahlschichten, aus denen eigentlich der Damaszener Stahl geschmiedet wird. Also, weißt du auch nicht, wie viele Lagen das sind? Nein, habe ich keine Information drüber. Boden und Krone sind verschraubt, beziehungsweise Boden ist verschraubt, Krone ist verschraubbar. Jawohl. Und wir hatten es eben schon mal angedeutet, ich weiß nicht, ob wir es aufgenommen haben oder nicht. Stahlbänder gibt es keine, würden aber, glaube ich, nicht zu der Uhr passen. Also absolut nicht. Und die Vintage-Bänder sind richtig klasse. Wobei ich jetzt sagen muss, was wir seinerzeit gemacht haben, als ich in Frankfurt diese Uhr geholt habe, die silberne, hatte ich die schwarze am Handgelenk. Eigentlich ist die silberne in der Auslieferung mit dem schwarzen Armband. Mhm. Und der liebe Herr Vogel, mein Verkäufer, ist leider im Moment nicht mehr im Verkauf, ja. Habe ich kurz angerissen, man könnte ja mal probieren, das braune Armband an die silberne Uhr zu machen und das schwarze an die schwarze. Ich hatte es noch nicht ausgesprochen, hatte es schon gewechselt und so ist es auch jetzt geblieben. Ich finde, die Wirkung der silbernen fand ich sehr hart mit dem schwarzen Armband. Kommt so ein bisschen weicher und die finde ich mit dem komplett in Schwarz, ist ein Hammer. Vor allen Dingen auch mit den schwarzen Indexumrandungen, der weißen Superluminova, schön monochrom, wunderbar, super. Wir hatten anfangs oder im Vorgespräch auch über die Preisentwicklung gesagt, die hat ja bei 6,5 angefangen, die ist dann 3 Jahre später auf 7.800 gesprungen. Ja. Ich habe aber gerade erst gesehen, dass Sinn ja die Modelle auch aufgerüstet hat. Denn hier ist noch die Standardschließe dran. Die eigentlich hier dran ist. Die war eigentlich da dran. Der schwarze Armband war eigentlich an der silbernen. Ich habe gedacht, jetzt die Schließen haben wir getauscht. Ach, das heißt, nee, du hast recht. Ja, natürlich. Logisch, die Schließen wurden getauscht. Ich muss dir recht geben. Selbstverständlich ist ja alles getauscht worden. Ja. Und da haben wir ja gesehen. Na, das heißt, es fing mit einer ganz normalen Standardschließe von Sinn an. Entschuldigung, So wie ich die auch an einem Lederband von anderen schwarz degimentierten Uhren bekomme. Und dem gebogenen Pin. Und danach kam dann hier die Damastschließe mit dem massiven Pin. Das heißt, die Modelle 2018 und 2021 sind schließenseitig nochmal deutlich aufgewertet worden. Auch die Form der Schließe ist eine andere. Ne? Das ist, glaube ich, die Form, wie sie an dem zweiteiligen, nicht integrierten Silikonband von Sinn ist. Da gibt es auch so eine leichteckige Schließe, die du auch nicht separat kaufen kannst, die du nur mit dem Band kaufen kannst. Richtig, da gibt es was, ja. Und ein bisschen erinnert mich das daran, also das ist in zwei Hinsichten exklusiv. Es ist also eine andere Schließenform und es ist noch die Damast, die gefaltete die haben wir hier Schließe auch. Aus Damaststahl. Ja. Da kann man ganz gut sehen, dass das also nicht die typische klassische Sinn-Schließenform ist. Und das ist also dann aufgewertet worden von 15
zu 18 zu 2021. Ja, man sieht es auch hier. Da muss man nochmal mit der Kamera. Die Chance, dass man sieht, dass die Schließe aus einem Stück gearbeitet wurde. Ja. Also auch hier läuft das Damastmuster durch und man sieht die Damastlinien komplett durchgehen. Irrsinn, Wahnsinn. Also ich bin echt mega beeindruckt. Ich habe die alle einzeln, also sind natürlich auch schon mal gesehen, aber alle drei zusammen so im direkten Vergleich, das ist schon super beeindruckend. Ja, ich finde es echt mega klasse, dass wir uns die Uhren anschauen konnten. Gerne. Lieben gerne. Ja, das war das Video über die drei Damaszener von Stefan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es mega beeindruckend und ich habe mich irrsinnig darauf gefreut. Ich hoffe, euch hat es auch gefreut. Schreibt ein paar freundliche Kommentare in die Videos und das letzte Wort würde ich gerne Stefan überlassen. Ja, liebe YouTuber und Zuschauer auf YouTube von WatchMax, meinem lieben Freund Axel, macht das so. Daumen hoch und ein Abo wäre auch schön. Alles klar, dann freut euch auf die nächsten Videos, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.